Du kommst mit dem Kopf durch die Wand. Dann mal weiter. Ach da. Ich hoffe, hier ist jetzt ein Waffenversteck. Das wäre echt zu. Das ist ganz einfach. Ah, da ist ein Waffenversteck. Ein paar von euch haben sicherlich gehört, dass Sam Fisher hier irgendwo ist. Bin schon da. Was betrifft, ist das von keinerlei Bedeutung. Wenn dieses wundervolle Gerät losgeht, haben wir einen Job zu erledigen. Das fällt mir nicht. Nein. Gebe ihnen Zeit. Die sind vermutlich nur gründlich. Kommt er jetzt hier durch oder was? Längst tot. Hast du Schüsse gehört? Ich habe keine gehört. Was soll das denn heißen? Wenn unsere Jungs und dieser Fischer noch am Leben wären, würden sie auf ihn schießen. Stimmt's? Stimmt. Und wenn keiner schießt, dann bedeutet das, dass entweder sie oder er tot sind. An alle. Wow! Oh, Scheiße! Also. Und wie einfach mal gar keiner was gemerkt hat. Wenn die einfach mal sagen, so, oh, Scheiße und alles Mögliche. Ja, ja. Explodiert das da? Was ist denn das da vorne, das Rote? Das explodiert doch. Das ist doch ein Fass. Ja. Kann ich aber noch nicht von hier erwischen. Mal ein bisschen weiter vorgehen. Okay. Da sind zwei. Da ist einer. Ist das auch einer? Jo. Hier bin ich ja in Sicherheit. Dann könnten wir ja mal so ausschalten. Lagebericht! Wo ist das Ziel? Hier bin ich. Und die kommen auch schon gleich her. Verdammt. Keine 3%! Damit ist der schon auch erledigt. Damit waren es nur noch 3. Brauche sofort Verstärkung! Verstärkung auf dem Weg! Bleib bloß weg, ey. Ach, da war noch einer. Sam Fisher versteckt sich beim alten Reservoir. Bis Mittag. Sam Fisher! Scheiße! Das war knapp. Hier, mal ein bisschen hier weggehen. Los geht's! Oh, hier ist gar kein guter Ort. Oh, ja, schon klar. Nichts da, Arschloch. Sieht jemand von euch das machen. Ziel? Wo ist der? Ich kann Fischer nicht sehen. Wir müssen ihn endlich aus. Oh, gerade jetzt muss er nachladen. Gib mir Deckung, ich lade nach. Robertson war ein Weichei-Fischer. Pupp Granate, los! Oh, ne. Nichts der Granate. Du Penner hast dich mit dem Falschen angelegt. Ziel kommt ist jetzt verdeckt. Her? Habe keinen Sichtkontakt. Wir sind hier noch. Okay, nur noch einer. Das ist super. Du willst mit uns spielen? Von mir aus? Ah, von wo kommst du? Von links oder rechts? Noch kein links Kontakt oder rechts? Zum Ziel. Hat ihn jemand gesehen? Ja, da kommen wir eben so ran. Einmal um Pudding und hi. Du wirst dich jetzt mal nützlich machen. Oh ja, mach dich nützlich. Gar nicht gut. Oh nein. So, wie geht's hier weiter? Jo, da lang. Dann mal weiter. Und da sah ich gerade einen Heli. Meine Auftraggeber haben zu viel Zeit und zu viel Geld investiert, um sich von ihnen alles versauen zu lassen. Sorry, Soldat, es ist vorbei. Ach nee, oder? Sammy, ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber hör mir zu. Grimm hat mich losgeschickt, um Sarah abzuholen. Ich hab sie an Bord. Wir kommen zu dir. Dad? Was ist los? Mr. Kost hat versucht, es mir zu erklären, aber... Sarah. Nur die Ruhe. Entspann dich, mein Schatz. Alles wird gut. Wir sind in ein paar Minuten da, Sam. Ich brauche die Koordinaten vom zweiten Generator, wenn dir helfen soll. Ich versuche dir den Funkverkehr von Prentice durchzuleiten. Lass dich nicht umlegen, Alter. Er bitte Erlaubnis, Feuer eröffnen zu dürfen, Sir. Erlaubnis erteilt. Da ist er. Feuer frei. Jawohl, Sir. Oh, oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ah, erwischt mich gar nicht. Erwischt mich gar nicht. Haha. Ich geh dann mal weiter, ne? Tschö, tschö. Och, nö, oder? Ah, ich will doch nur die ferngezündete Mine hier auswählen. Verdammte Scheiße. Zeit abzuhauen. Nichts abhauen. Wir machen jetzt noch Action. Habe ich alle erledigt? Anscheinend. Jo. Das ist doch perfekt. Schieß nochmal hier, Kollege. Danke. Und vorstürmen. Oh, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her?
und jetzt wirklich gleich vorstürmen. Denn jetzt ist es, glaube ich, sauber, hoffe ich mal. Ja, scheint. Schaut gut aus. Was ist mit dem zweiten Generator? Wow. Schlechter Zeitpunkt, Vic. Ich werde von einem Hubschrauber beschossen. Dir fällt schon was ein. Ich brauche die Koordinaten, sonst sind wir am Arsch. Schnappen wir ihn uns. Eine Sekunde. Ich bin auch gleich am Arsch. Ach, wohin gehst du denn? Passen Sie auf, Soldat. Wir dürfen auf keinen Fall den Generator treffen. Ist das nur einer? Verstanden. Auf keinen Fall. Ach, Junge, beweg dich doch nicht so. Zurück. Wir kümmern uns am Boden um ihn. Da kommen noch mehr, nee, oder? Was wollt ihr denn alle? Ich hab hier keine Kekse. Lasst mich in Ruhe. Waffe leer, lade nach! Ja. Das soll witzig sein? Na, warte! Ich find's witzig. Ja. Das finde ich auch witzig. Nein, Spaß. Da ist ja nur noch ein Kollege. So. Mist! Oh Mist! Los, hinter den! Ach, da ist ja noch einer, ne, oder? Wie ich das liebe. Magazin leer! Lade nach! Freut den Keks. Komm, stell mal vor hier, Kollege. Was haben wir hier denn noch? Ach, eine Haftkamera. Na dann viel Spaß, ne? Zeit für eine Abreibung. Perfekt. Damit sind alle ausgeschaltet, hoffe ich mal. Dass da sich nicht noch einer versteckt. Nö, scheint nicht so. Kann mal ein bisschen vorstellen. Vic! Da ist. Hast du's? Na, aber hallo! Hey, Sam! Wie war das Timing? Abdrehen! Schaffen Sie uns raus! Waffen in Sicherheit! Er feuert! Oh, ja, yeah. Ja, perfektes schon klar! Timing. In Deckung, Alter! Hier geht's gleich rund! Sowieso, Alter! Oh, yeah! Räum auf, Vic! Ist das Sarah da? Sarah? Dad? Sarah. 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 Sie sagten, du seist tot, Dad. Du seist tot. Sam, tut mir leid, aber ich höre den Black Arrow Funkverkehr mit. Uns läuft die Zeit davon. Du kannst neben mir sitzen, aber wir müssen los. Alle brav angeschnallt? Nächster Halt, 1600 Pennsylvania Avenue. Das ist Grimdorf. Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir nur gesagt, wo ich Sarah finde. Angeschnallt? Nächster Halt, 1600 Pennsylvania Avenue. Das ist Grimdorf. Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir nur gesagt, wo ich Sarah finde. Dann meinte sie noch, sie würde Reed aufhalten. Mehr weiß ich nicht. Wir werden ihr doch helfen, oder? Sie hat immerhin auf mich aufgepasst, als du fort warst. Sie hätte mir auch einfach eine neue Identität besorgen und abhauen können. Sie hat mich nicht im Stich gelassen. Und das werden wir jetzt auch nicht tun. Keine Sorge, Kleine. Wir sind auf dem Weg. Es wird nur etwas dauern. Ich muss eine Route wählen, die nicht im Wirkungsbereich der EMP-Waffen liegt. Mein Gott. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Furchtbar. All die armen Leute da unten. Reed, was zum Teufel hast du getan? Rakete! Rakete im Anflug! Sarah, festhalten! Festhalten! Meine Annahme, dass es noch keine Flugabwehrstellungen beim Weißen Haus gab, erwies sich als falsch.